Alles, was Rollen hatte, war am 9. Mai zur zweiten Rollschuh-Disco auf dem Dresch in Schwerin eingeladen, sich zu toller Partymusik von wechselnden DJs zu bewegen. Und selbst wer keine eigenen Rollen dabei hatte, konnte mitmachen. Denn dank einer großzügigen Spende der WMAG GmbH konnten die Veranstalter 27 Rollschuhpaare kaufen und zum Verleih anbieten. Also gab es auch keine Ausreden, nicht im Disco-Beat mitzurollen. Na gut, eine Ausrede schon. Nämlich, wenn man als Veranstalter wie Mariana Born vom Zirkus Schwerin andere Aufgaben zu erledigen hat. Vor allem im Vorfeld gibt es reichlich zu tun. Wir planen halt schon im Voraus, schon eine Weile, aber es ist sehr gemütlich, weil sich das einfach auf viele Schultern verteilt. Also allein schon die Organisation machen wir ja zu dritt. Und dann kommen nochmal die ganzen Vereine dazu, die sich einfach hinstellen und sagen, ja klar, wir sind dabei. Und dann ist es einfach eine super schöne Hand-in-Hand-Geschichte. Und genau die Vereine, die hier alle ehrenamtlich mit dabei sind, waren bei diesem herrlich warmen Sonnenwetter mit ihren kulinarischen Angeboten reichlich gefragt. Auch Mitorganisatorin Anne-Kathrin Schulz ist begeistert vom herzlichen Miteinander. Großartig, einfach nur großartig. Viele Menschen sind hier, viele Menschen haben im Hintergrund mitgeholfen, die hier leben und wohnen und hier aufgewachsen sind. Besser kann es nicht laufen, dass Leute von hier etwas organisieren oder mitorganisieren, was hinterher so eine Belohnung ist, weil so viele Leute hergekommen sind. Und zwar mehrere hundert. Aus den unterschiedlichsten Stadtteilen, mit jeder Menge Freude im Herzen, die ausgedrückt werden will. Ja, das ist ein Freudemoment, gute Laune, gemeinsam draußen sein, sich bewegen. Und ich finde es so schön, dass hier so viele Menschen aus verschiedenen Stadtteilen Schwerins zusammenkommen. Das finde ich was ganz Besonderes. Und ich finde, es sollte mehr solche Räume geben. Finde ich sehr gut. Das zweite Mal heute scheint toller zu sein. Finde ich sehr gut, die Aktion. Also ich fühle mich eigentlich wohl. Ich finde es toll, dass er für Kinder gemacht wird. Sowas müsste öfters geben. Ich finde die Musik großartig, erinnert mich an meine Kindheit. Und ja, wir spielen ja auch Theater hier in der Druckereihalle der SVZ, unsere M-Halle. Und insofern sind wir hier Nachbarn. Ja, die Kleinkinder, die können das immer voll gut. Voll süß. Du musst noch lernen? Nein, ich kann schon. Also ihr seid die Rollschuh-Family. Ja? Ich meine, wir alle hier sind die Rollschuh-Family. Und das ist toll. Ja, genau. Eine große Rollschuh-Family an diesem Tag auf dem Berliner Platz. Dass die Rollschuh-Disco so gut angenommen wird, freut Initiator Martin Molter ganz besonders. Ja, die Idee war ganz klein. Also ich war mit meiner Tochter hier, die fand diesen Platz total toll. Die fährt leidenschaftlich gerne Rollschuh. Und eigentlich haben wir gesagt, wir machen hier mal eine Rollschuh-Disco, eher so einen Rekorder mitbringen und ein paar Freunde und dann einen Tag hier verbringen. Und mit dem Rumerzählen aber dieser Idee kamen immer mehr Leute dazu, die gesagt haben, oh, ich mach mit und wir können das Ding doch ein bisschen größer machen. Und das war mir schon so ein bisschen eigentlich zu groß, aber es hat letztes Jahr wunderbar geklappt. Und was bereits zum zweiten Mal so wunderbar klappt, darf auch gerne eine weitere Fortsetzung erfahren. Wir freuen uns jedenfalls schon jetzt auf die dritte Rollschuh-Disco auf dem Dresch im kommenden Jahr.